Tim, 3:0 gewonnen, ziemlich deutlicher Sieg, auch was das Spielerische angeht. Hast du damit gerechnet? Ja, also nach den Wochen, wo wir jetzt gut gespielt haben gegen Mingolzheim und Kelach, sind wir natürlich mit Selbstbewusstsein hierher gekommen. Und dann haben wir auch gleich das Spiel dominiert, haben schön hinten rumgespielt, war zwar am Anfang ja eher auf Ballbesitz. Dann haben wir schön das 1:0 rauskombiniert, haben dann direkt nach der Pause nachgelegt und danach war die Sache gegessen und wir haben noch das dritte Tor gemacht. Aber insgesamt war es eigentlich ein ziemlich, ja, es war über die ganze Zeit lang verdient und Langsteinbach hatte immer mal ein paar Chancen, aber keine zwingenden jetzt. Du hast ja ein schönes Tor gemacht zum 1:0. Kannst du dazu ein paar Worte sagen? Ja, wir haben es gut rauskombiniert über die linke Seite, über Linksverteidiger Manuel. Und dann ist die Flanke gut gekommen und ich habe einfach gesehen, dass der Spieler vor mir sich leicht verschätzt hat. Und ja, dann habe ich ihn einfach gegen die Laufrichtung geköpft und zum Glück ist er reingegangen. Zum Schluss seid ihr aber irgendwie, hatte ich zumindest ein bisschen den Eindruck, irgendwie nachlässig geworden, als hättet ihr euch zu sicher gefühlt und bei einem Stand von 2:0, 10 Minuten noch zu spielen, könnte es doch noch gefährlich werden. Ja, das stimmt, vor allem dann mit der gelb-roten Karte noch und der gefährlichen Freistoßsituation und dann hat auch die Kraft nachgelassen. Ja, da muss man schon sagen, hatten wir auch Glück, dass wir vielleicht dann nicht noch den Anschluss bekommen haben und dass wir dann mit dem 3:0 nachgelegt haben, das war wichtig dann. Das war jetzt der 6. Spieltag. Wie geht es jetzt für euch weiter? Was habt ihr euch noch vorgenommen? Auch gegen den nächsten Gegner, das ist ja daheim der CFR Pforzheim 2. Wir versuchen einfach unsere Siegesserie bzw. die ungeschlagenen Serie von jetzt 3 Spielen weiter fortzusetzen. Gut zu spielen, aber einfach Spaß zu haben, so wie es gerade in der Mannschaft ist, läuft gut. Und ja, einfach Spaß haben, vor allem daheim sind wir normalerweise eine Macht und das hoffen wir einfach weiter so zu machen.